Bruder der Bastelzeit, heute mal wieder mit ein bisschen was aus der Code-Ecke. Und zwar soll es darum gehen, ja, die Komponentenknappheit etwas zu bekämpfen. Weltweit schaffen wir das zwar nicht, aber eventuell können wir ja ein bisschen helfen, die Komponentenknappheit in der heimischen Bastelkiste etwas zu drücken. Und ja, dafür soll es dann mal darum gehen, wie man denn so eine Webseite zerlegen kann, Daten rausnehmen kann und dann darauf reagieren kann. Ich nutze das jetzt hier, um einen Shop zu beobachten, ob Dinge lieferbar sind. Aber prinzipiell kann man das auch für viele andere Sachen benutzen. Eine Zahl zum Beispiel von Aufrufen, von Spenden oder so rausholen und die dann zum Beispiel auch auf einen ESP schicken, um dann da Sachen auf irgendeinem LC-Display oder so einer Matrix-Anzeige anzuzeigen. Ihr kennt vielleicht diese View-Counter, die manche YouTuber nutzen. Heute sind wir aber nicht bei View-Countern, sondern wir sind hier bei Acme Industries. Das ist so ein wunderschöner Online-Shop, der hier eine Produktliste hat mit Sachen, die man kaufen kann. Und zwar ein kleines Produkt, ein großes Produkt. Und ja, ich würde gerne theoretisch das große Produkt kaufen. Allerdings würde ich gerne eine Großmenge kaufen. 64, aktuell aber nur 48 lieferbar. Ist ein bisschen ungünstig. Das heißt also, ich möchte jetzt ein bisschen beobachten, wie verhält sich denn hier dieser verfügbar? Ist der größer als die Großmenge? Und wenn ja, sag mir bitte Bescheid. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man an diese Daten drankommen kann. Viele große Webseiten, die davon ausgehen, dass jemand die Webseite automatisiert verarbeiten will, wie zum Beispiel eben YouTube, die haben eine sogenannte API, ein Application Programming Interface. Das heißt also, da gibt es fertige Anleitungen, fertige Libraries und Wege, wie man da die Daten rausholen kann, ohne dass man sich groß drum kümmern muss. Bei Shops ist das meistens nicht der Fall. Da gibt es dann die zwei Arten. Entweder es gibt die, die in ihren AGBs verbieten, die Webseite automatisiert zu verarbeiten. Dann dürft ihr das rechtlich nicht. Und es gibt die anderen, die es jetzt vielleicht nicht explizit erlauben, aber die es auch nicht direkt verbieten. Wie ihr seht, hier mein Demo-Shop, der hat keine AGB, also offensichtlich dürfen wir das. Ich gebe mir jetzt mal einfach selber die Genehmigung. Da es aber hier keine API gibt, müssen wir wohl oder übel hingehen und die Webseite zerlegen, wie es auch euer Browser tut. Also das Programm, was die ganze Webseite auf dem Bildschirm darstellt. Nur, dass wir eben nicht die ganze Webseite darstellen wollen. So eine Webseite, die ist üblicherweise in HTML, Airquotes, programmiert. Es ist eine Sprache, wo man sagen kann, wie die Webseite aussehen soll, woraus sie besteht. Wenn ihr in einem Browser seid, könnt ihr meistens Steuerung U drücken und bekommt dann den Quellcode hier direkt fertig angezeigt. Wir können jetzt hier schon sehen, hier sind ein paar Sachen drin. Hier ist zum Beispiel der Titel drin, Acme Produkte, das ist das, was oben drin angezeigt wird. Und wir haben die ganzen Komponenten, wie hier das Logo, willkommen bei Acme. Das steht alles hier mehr oder weniger 1:1 drin. Für uns interessant ist der Bereich hier unten. Hier haben wir nämlich eine Tabelle mit einem Heading, also ein paar Überschriften. Das ist das, was oben drüber steht. Und im T-Body, dem Table Body, da haben wir TRs. Das sind Table Rows, also Zeilen. Und jede von den Zeilen, wir sehen, wir haben hier drei Stück sogar. Jede von den Zeilen hat verschiedene TDs, das sind Datenfelder, also im Prinzip die Spalten in dieser Reihe mit den entsprechenden Werten. Kleines Produkt und so weiter. Und hier unten haben wir dann eine Leere, die komplett leer ist und nochmal großes Produkt. Und hier sehen wir auch mit dem 4444 runtergesetzt auf 4242. Es sei denn, wir machen Großmenge. Großmenge ist ab 64. Dann geht es von 42,42 Standardpreis aktuell runtergesetzt auf 33,34. Ja, ich habe mir tolle Zahlen ausgedacht. Aber 48 nur eben drin. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze zerlegen kann. Die Möglichkeit, die in vielen Fällen funktioniert, aber auf jeden Fall nicht schön ist, das ist das Ganze in Textform zu zerlegen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir suchen nach irgendetwas, was mit TD klar stockt anfängt, holen die Zahl und gucken, wenn da wieder irgendwie so ein größer als Zeichen kommt, dann ist die Zahl bestimmt beendet. Das können wir im Prinzip machen. Dafür gibt es die sogenannten regulären Ausdrücke oder Regex, Regular Expressions. Die einen sagen, sie wären hässlich, die anderen sagen, macht man halt. Es ist eine steile Lernkurve, aber wenn man es einmal verstanden hat, kann man damit sehr mächtige Dinge machen. Hier bringen sie uns wahrscheinlich nur mäßig viel, weil wenn wir mal gucken, TD Class Stocked, das gibt es halt für jedes Produkt. Das heißt also, es würde sehr aufwendig
Weil dann müsste man im Prinzip noch gucken, steht davor irgendwo was von großes Produkt oder Pelage ist ja die Artikelnummer. Und ja, das wird hässlich. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, ihr habt eventuell gemerkt, dass das alles hier im Quelltext so ein bisschen eingerückt ist. Das sind Dinge nämlich, die ineinander verschachtelt sind. Zum Beispiel ist der T-Head innerhalb von der Tabelle. Die Reihe hier oben ist innerhalb vom Head. Diese Überschrift hier ist innerhalb von der Reihe. Das heißt also, da gibt es eine logische Struktur. Die kann man hier schon erahnen, weil es hier schön eingerückt ist. Das hat damit zu tun, dass das sauber programmiert wurde. Naja, fast. Bei Webseiten, die ihr im Internet findet, ist das nicht immer der Fall. Viele gehen zum Beispiel hin und schreiben alles in eine Zeile irgendwie, weil da spart man ja ein paar Byte mit den Zeilenumbrüchen, dann geht die Datenübertragung schneller. Ist eher homöopathisch, aber naja, gut. Die Alternative, die es da gibt, das ist der sogenannte Developer Mode vom Browser. Ist eine lustige Sache. Die erreicht ihr bei den meisten Browsern, indem ihr F12 drückt. Ich bin jetzt hier in einem Chromium, also Google Chrome basiert. Bei Edge müsste es ähnlich aussehen. Firefox hat auch sowas. Und die meisten anderen wahrscheinlich auch. Allerdings kann es immer ein bisschen unterschiedlich aussehen. Im Prinzip haben wir hier auch erstmal den Quelltext, aber schon mal mit ein paar Unterschieden. Und zwar zum einen, er ist meistens ein bisschen besser strukturiert. Zum anderen, wir kriegen viel mehr Informationen an der Seite noch. Und ihr habt eventuell schon gesehen, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann hebt er auch hervor, was wir denn gerade unter unseren Fingern haben. Wenn ich zum Beispiel hier über dieses ECMA gehe mit der H1, dann zeigt er mir schon, okay, da oben dieser Bereich, das ist da drin. Und genauso, wenn ich hier über diese Formclass-Warenkorb zum Beispiel gehe, da steckt die ganze Tabelle drin. Er ist jetzt hier teilweise mit den Pfeilen, das heißt, da können wir wieder ausklappen und können uns da weiter durcharbeiten. Und jetzt können wir jetzt zum Beispiel sehen, okay, das ist die Überschrift, das ist der Body und uns so durcharbeiten. Der rechte Bereich, der gibt immer zu dem, was wir gerade angeklickt haben, noch weitere Infos. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das ECMA anklicke, dann zeigt er mir hier die sogenannten Style-Elemente standardmäßig an. Das ist also, wie soll das Ganze aussehen? Hier zum Beispiel, dass das Ganze in wunderschönem Comic Sans MS gebaut ist, mit 400% Textgröße und der Farbe Pink. Und wir sehen jetzt hier auch, das kommt aus einer Datei Design CSS. Die wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist quasi eine separate Datei, die nur das Design hier im Prinzip nochmal drin hat. Gut, nachdem wir jetzt schon mal grob hier wissen, ist jetzt die Frage, was bringt uns das denn? Jetzt müssen wir uns ja immer noch hier durchhangeln und hier in die TRs reingehen und nach dem Stock gucken, oder? Ja, im Prinzip schon. Aber hier gibt es noch einen wichtigen Punkt, und zwar, wenn wir einen Rechtsklick machen bei Copy, da gibt es verschiedene Sachen, die wir hier kopieren können, zum Beispiel der XPath, der Full XPath, der Selector. Und das sind alles Dinge, die da weiterhelfen können. Wenn wir hier zum Beispiel mal gucken, das hier ist jetzt der Selector, was glaube ich. Der XPath, der sieht wieder ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall kann man sich hier relativ einfach dann solche Infos rausholen und ein bisschen genauer schon mal sagen, wo will man denn eigentlich hin? Denn hier sieht man jetzt direkt bei diesem Selector zum Beispiel, okay, wir sind im Body, in einem Form, in einer Tabelle, in einem T-Body, da in einer TR, und zwar ist das jetzt der dritte Eintrag, der dritte Untereintrag von der TR, und da suchen wir eine TD mit der ID oder Klasse stocked. Klasse ist es in dem Fall hier. Es gibt da unterschiedliche Sachen. Hier werden nur Klassen verwendet. Das ist ein bisschen schade. Klassen können im Prinzip auf diverse Elemente angewendet werden. Die werden eigentlich nur benutzt, um entsprechend da Designs anzuwenden. Es gibt auch noch IDs. Die sind jetzt hier, wenn ich richtig sehe, nicht im Einsatz. Die sind im ganzen Dokument einmalig. Sowas ist natürlich immer ideal. Wenn man nach einer ID filtern kann, weiß man genau, wo man rauskommt. So, wir wissen also schon mal grob, wie das Ganze aufgebaut ist. Jetzt geht es dann darum, das Ganze zu monitoren. Da benutzen wir zwei Sachen. Das erste, das ist hier dieses Prinzip mit dem Verschachteln. Das nennt man nämlich auch DOM, Document Object Model. Das ist im Prinzip einfach nur die Beschreibung, was suchen wir denn hier überhaupt. Das zweite, was wir benutzen wollen, na, hier oben kann man es ja schon sehen, .py. Ich werde das Ganze in Python schreiben. Das ist eine Sprache, die ist relativ simpel. Und trotzdem relativ mächtig, bei Linux meistens vorinstalliert über einen Paketmanager zu installieren. Für Windows gibt es auch irgendwo eine Exe, die man dann installieren kann. In unserem Python müssen wir jetzt mehrere Sachen machen. Naja, was müssen wir denn machen? Das erste, das ist, wir müssen die Webseite überhaupt mal runterladen.
also die Webseite laden und in der Variable speichern. Denn nur so können wir sie dann auseinandernehmen. Das zweite ist, wir müssen irgendwie die Liste rausziehen. Das heißt also, wir wollen im Prinzip nur diese Tabelle hier unten und der ganze Rest von der Webseite, der interessiert uns gar nicht. Als nächstes, da gehen wir dann die Produkte durch, vergleichen die, sind die für uns interessant und wie sehen die Lagerbestände aus. Und last but not least, eine Info ausgeben. Ich mache es jetzt hier einfach nur in Textform. Das kann man dann auch relativ einfach per E-Mail versenden, über irgendwelche Messenger versenden. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Eventuell muss man da noch was dran bauen. So, wer jetzt den Kanal schon ein bisschen länger folgt, der weiß schon, was jetzt kommt. Ich bin kein Programmierer. Das heißt also, ich kann zwar ein bisschen Python zusammen machen, aber es ist jetzt nicht mein täglicher Job. Ich kann also mit Sicherheit nicht alles auswendig, weiß aber grob, wo sind die Dokumentationen im Internet zu finden. Und es gibt ja auch so Webseiten wie zum Beispiel Stack Overflow, wo viele andere Leute schon Fragen gestellt haben, wie macht man das, wie macht man das. Und da kann man auch immer aus den Antworten vorzugsweise immer so ein bisschen abgucken, wie haben andere Leute das Problem denn gelöst. Also, fangen wir mal mit Punkt 1 an. Wir wollen eine Webseite laden und in eine Variable speichern. Also einfach mal nach Python Download Webseite gesucht und was man da üblicherweise findet, ist URL-lib. In dem Fall hier URL-lib Request. Das ist offensichtlich ein Modul, was dafür da ist, URLs, meistens HTTP, runterzuladen. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir müssen die Webseite erstmal runterladen. Das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen runter und meistens gibt es irgendwo Beispiele, die man wunderschön kopieren kann. Weiter, weiter, weiter. Und hier sind auch schon die ersten Beispiele. Das klingt schon mal gut. Wir können also einfach hier diese Werte benutzen. Okay, also fangen wir an mit diesem Import-Befehl. Der Import-Befehl, der sagt, dass wir das jetzt benutzen wollen, hier diesen Bereich von URL-lib. Ich glaube, URL-lib ist Teil von Python, muss man also nicht separat installieren. Und dann können wir einfach hier den restlichen Text auch kopieren, ohne die Punkte bitte. Also, wir wollen ein URL-lib request URL open. Jetzt müssen wir hier die Adresse eingeben. Die können wir natürlich hier oben konfigurierbar machen. Mal URL ist gleich. Und wo ist meine Webseite? Localhost 8000. Die möchten wir dann hier so haben. Was wir hier machen, ist dann URL öffnen, SF. Und er macht jetzt hier f.read300 und gibt das aus. Das müssten wahrscheinlich die ersten 300 Zeichen sein von der Webseite. Speichern wir das mal und probieren einfach mal, ob das funktioniert. Also holen wir uns mal eine Konsole und sagen Python get.py. Führen das aus und Error, HTTP 404 file not found. Interessant. Okay, das ist jetzt ein Fehler von meinem Rechner. Der hat irgendwie ein Problem mit Localhost. Da ist was verbastelt. Normalerweise sollte das hier so aussehen und das kommt jetzt ja auch hin. Wir sehen hier B, das heißt, es ist binär in dem Fall und dann die ganzen Zeichen, die wir auch schon eben im Quelltext gesehen haben. Aber abgeschnitten am Schluss, wir wollten ja nur 300. Können die 300 auch wegmachen, dann müsst ihr eigentlich die komplette Seite ausgeben. Ja, das sieht gut aus, bis zum HTML. Wir sehen jetzt schon ein paar Sachen, die hier anders sind. Das erste, was wir haben ja teilweise solche Backslash-Dinger da drin. Das ist jetzt zum Beispiel das Euro-Zeichen. Das hat einfach damit zu tun, dass er das hier binär abgespeichert hat. Das heißt also, er weiß jetzt noch nicht, welche Zeichensätze er benutzen soll. Und das zweite ist, wir haben das alles in einer langen Zeile. Backslash n immer mal wieder dazwischen. Backslash n heißt nichts anderes als New Line. Das heißt, auch hier sagt er uns einfach, an der Stelle ist normalerweise ein Zeilenumbruch. Er zeigt ihn aber nicht als solchen an. Ist jetzt schön, wir wollen das aber nicht hier, sondern wir wollen das in eine Variable haben. Also machen wir uns noch eine Variable. Site ist leer. Hier sagen wir Site ist gleich fread. Und hier unten können wir dann print Site machen. So, ändert jetzt erstmal nichts. Theoretisch müsste alles gleich funktionieren. Yep. Aber jetzt haben wir die komplette Webseite, den kompletten Quelltext hier in dieser Variable. Was wir jetzt noch machen können, ist decoden. Es gibt bestimmt auch eine schöne Methode, wie man das tun kann, aber schön brauchen wir nicht. Wir brauchen nur funktionierend. Und wenn wir uns mal das hier angucken, steht hier was drin? Ja. In den Header-Daten, das sind so Daten, die benutzt werden, um einfach so das Dokument zu beschreiben.
Hier steht etwas von Charset gleich UTF-8. Das ist eine Art, wie man Texte schreiben kann. Früher war es nämlich so, dass viele PCs unterschiedlich die Zeichen gemacht haben. Es gab dann im Prinzip einen Standard, das war ursprünglich zum Beispiel ASCII. Die haben dann dafür gesorgt, dass so Standardbuchstaben immer gleich heißen. Dieses ASCII ist auch das, was wir hier auf der Konsole gesehen haben, dass er jetzt hier das TR zeigen kann, also die Standardbuchstaben, die Zahlen, so ein paar Sonderzeichen wie größer als und Anführungszeichen auch. Aber wir haben ja auch gesehen, wenn es dann so zum Beispiel ans Eurozeichen geht, naja, gerade so Eurozeichen oder auch die deutschen Sonderzeichen wie L, Ö, Ü und so, die Umlaute also, die sind nicht so wirklich verbreitet gewesen in Amerika, wo ASCII entwickelt wurde. Deswegen fehlen die da. Und ja, es gab dann 1000 Arten, wie man dann diese Sonderzeichen machen kann. Aber UTF-8 ist heute eigentlich der Standard, sollte eigentlich überall genutzt werden. Und das können wir uns zunutze machen. Wir sagen jetzt einfach hier hart, okay, wir wollen das Ganze als UTF-8 haben. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil das von der Einrückung her nicht passt. Okay, so, was ich jetzt mache, ist hier drunter nochmal eingerückt, was schreiben. Das Eingerückte heißt, das zählt zu dem Doppelpunkt drüber. Das heißt, hier mit dem Doppelpunkt machen wir einen Block auf und alles, was so eingerückt ist, führt er dann innerhalb von hier diesem Bereich aus. Das heißt also, ja, hier in dem Fall mit der offenen Webseite. Brauchen wir nicht zwingend, aber dann haben wir alles zusammen. Und was ich mache ist, Site ist gleich Site.punkt. Was war es, die Code? Es stand doch hier, glaube ich, sogar in der Anleitung. Genau, Punkt Decode mit UTF-8. Das ist wie gesagt nicht schön, weil er lädt es jetzt nicht aus der Webseite, was es ist, aber sollte heute fast niemand treffen. Wenn wir jetzt nochmal ausführen, sieht das schon anders aus, und zwar haben wir plötzlich unsere Newlines, unsere Zeilenumbrüche, wir haben das Eurozeichen. Im Prinzip sieht das Ganze also so aus wie das, was wir eben im Browser gesehen haben. Klingt doch schon mal gut. Also, ich würde sagen, Schritt 1, Webseite laden und in Variable speichern, ist schon mal erledigt. Kommen wir zum nächsten Schritt, oder? Das wäre nämlich Liste von Produkten erkennen. Und ja, dafür müssen wir erstmal das komplette Ding hier auseinandernehmen. So, ich mache das hier mal ein bisschen anders, dass wir die Imports hier oben haben, die Sachen, die wir einstellen können, hier oben haben. Und dann hier unten gleich die einzelnen Punkte. So, wir müssen jetzt also irgendwie diesen langen Text so machen, dass wir damit arbeiten können. Und wenn man auf das Zerlegen von Webseiten mit Python guckt, wird man im Internet auf das hier stoßen. Beautiful Soup. Ja, schöne Suppe. Das hier ist eine Library, die ist speziell dafür gebaut, sogenanntes Screen Scraping zu machen. Das ist das, was wir gerade tun. Nämlich Webseiten wie so ein Anzeigeprogramm im Prinzip zerlegen und versuchen, da Dinge rauszuholen. Beautiful Soup ist leider kein direkter Teil von Python, das heißt also, man muss hier das manuell installieren. Am besten ist das Ganze, wenn ihr das über eure Distribution macht. Wie ihr sehen könnt, apt-get install python 3bs4 wird hier empfohlen, das ist dann für Debian oder Ubuntu. Unter Arch Linux gibt es ebenfalls ein Paket. Wenn ihr so eine Möglichkeit habt, über einen Paketmanager zu arbeiten, benutzt das, ist meistens die schönere Variante. Windows-User haben keinen Paketmanager, zumindest mal soweit ich weiß, immer noch nicht. Da kann es dann helfen, das Ganze über pip zu installieren. Das ist dann etwas, was das Ganze direkt installiert. Allerdings, ja, euer System weiß nichts davon, es gibt keine automatischen Updates. Ist daher immer meh. Es gibt noch ein paar Erweiterungen, die man eventuell installieren kann. Ich werde die jetzt alle hier einfach mal ignorieren. Ich glaube, ich habe sie drauf. Aber für das, was wir hier machen, müsste das auch ohne gehen. Also gehen wir mal runter und bauen ein bisschen Suppe. Also so ähnlich. Wir sagen erstmal von BS4 Import Beautiful Soup. Das heißt also wieder hier oben, das ist ein Import. Machen wir hier mit dabei. Dann with OpenIndex.html SFP. Das haben wir in dem Falle nicht. Denn das hier wäre dafür gut, wenn wir hier das Ganze mischen. Dieses Mischen ist zwar prinzipiell der bessere Weg, weil das kann RAM sparen, ist aber auch unübersichtlicher. Von daher werde ich das hier separat machen. Also gehen wir hier stattdessen mal hin und sagen Soup gleich Beautiful Soup. Dann nicht FP, sondern ich sage einfach Site. Das sollte er eigentlich erkennen können. HTML-Parser. Und wir kommentieren mal hier diese Ausgabe raus. So, müssen wir sonst noch irgendetwas tun?
Nö, müsste eigentlich schon so funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt hier in unserer Subvariable etwas, was wir durchsuchen können. Das können wir auch mal testen. Wir können ja einfach mal print sub.title machen. Damit müssten wir den Titel der Website, also dieses Acme Product, Produkte rauskriegen. Also versuchen wir das nochmal und das sieht doch gut aus. Opening und wir kriegen jetzt nur den Titel zurück, genau was wir erwartet haben. Jetzt müssen wir nur noch weitergehen und zwar, ja, wir brauchen hier irgendwie unsere Produkttabelle und so weiter. Ne? Das heißt, wir gucken jetzt nochmal in den Quelltext hier rein und können unsere Tabelle irgendwie rauskriegen. Naja, Class Products. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, danach zu suchen. Ansonsten gibt es hier Form Class Warenkorb. Ne, der hat auch keine ID. Das ist natürlich nervig. Das heißt, wir müssen bei Klasse suchen. Das ist jetzt schlecht. Kinds of Objects, Name Attributes. Und ja, hier haben wir auch schon den nächsten Hinweis. Und zwar, wenn wir ein bisschen rund gucken, nach Klasse suchen und so weiter, kommen wir hier raus bei Find All. Find All klingt gut, also probieren wir das mal. Print sub.findAll, find underscore all. Und was wir jetzt angeben müssen, ist erstmal, was für einen Typ suchen wir. Oder wir gehen hier direkt nach ID, wobei das bringt uns nichts. Das heißt, was suchen wir? Wir suchen eine Table. Und als zweiter Wert, wenn wir hier gucken, hier geben sie an Title und das ist dann Class Title. Das klingt so nach dem, was wir suchen. Also suchen wir nach Products der Klasse. So, machen wir das mal so. Zack, zack. Gucken, was rauskommt. Das sieht gut aus. Was wir jetzt hier haben, mal größer, ist im Prinzip ja, ja, genau, nur die Tabelle, wenn wir hier sehen. Er fängt mit der Tabelle an und hört dann hier unten nach der Tabelle entsprechend wieder auf. Gut. Was wir auch noch machen können, ist das Ganze sogar noch weiter einschränken. Ich sehe nämlich hier gerade, aktuell suchen wir wohl nach Text, wenn ich das richtig sehe. Wir können aber auch explizit sagen, okay, wir wollen Klasse suchen. Dann wäre das Class underscore gleich Products. Mal gucken, dürfte sich jetzt nichts ändern. Yep, sieht gut aus, aber es kann auf jeden Fall nicht, wenn irgendeine andere Tabelle noch plötzlich auf der Webseite kommt, wo auch das Wort Products vorkommt, das kann uns da nicht dazwischen funken. Deswegen, je tiefer wir reingehen können, je genauer wir sein können, das da suchen wir, desto besser. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Was hier noch ist, hier sehen wir diese eckigen Klammern außenrum. Das heißt, der hat daraus ein Array gemacht. Das heißt also, prinzipiell könnten auch mehrere drinstehen. Wir legen uns jetzt einfach mal darauf fest, dass wir die erste immer holen. Das heißt, wir machen hier mal eine 0 hin. Jetzt dürfte die Ecke hier unten weg sein. Achten wir mal drauf und zack, ist weg. Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, ja, können wir das jetzt noch weiter zerlegen? Können wir damit noch arbeiten? Machen wir das Ganze in eine Variable und gucken, ob wir damit weiter irgendwie reingehen können. Machen wir zum Beispiel Products, Find All. Und können wir jetzt hier alle TRs suchen? Kann er das? Ja, kann er. Wir haben also jetzt hier wieder die Klammer drum. Aber wir haben hier ein Komma dazwischen. Das heißt, es sind tatsächlich mehrere TR-Elemente, die er jetzt hier hat. Es ist nur ein bisschen schlecht zu erkennen. Was wir jetzt noch machen können, das ist einmal Find. Find ist im Prinzip dasselbe wie Find All. Er gibt nur den ersten zurück. Und das ist im Prinzip dasselbe, was wir hier mit der Null machen. Also können wir das hier ein bisschen kürzen. Ändert sich wieder nichts. Das heißt, wir haben immer noch das hier. Und was wir auch jetzt mal machen können, ist das Ganze schöner. For TR in Products Find All. Print. Zack, 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 zack. Plus TR. Forcen wir das mal als String. Genau, jetzt sehen wir auch hier schöner. Da ändert sich was. Okay, wir haben also jetzt unsere TRs. Können wir das jetzt noch weiter einschränken? Wir wissen, dass wir die TRs haben und wir können hier drin ja noch nach weiteren Text suchen. Das heißt, wir können ja einfach direkt nur nach den Zeilen suchen. Wo machen wir hier oder? Ja doch, müssen nach Text suchen. Small Price Fake, holen wir den zum Beispiel mal. Wenn wir das machen, dürften wir ja zum einen hier diese Blank Line nicht mehr kriegen, aber auch die Überschriften nicht mehr kriegen. Und was sagt er dazu?
Nix. Okay, das kann er nicht. Haben wir denn sonst noch Möglichkeiten, hier das zu unterscheiden? TR. Ja, haben wir. Haha. Denn die Reihen, wo was drinsteht, die haben eine Data-ID. Das heißt, wir müssten einfach nur gucken, ob die Data-ID vorhanden ist. Können wir das? Okay, man muss nur lange genug gegentreten. Auch das hier ist in der Hilfe erklärt. Und zwar, ich suche ja nach Data-ID. Und das erste, was wir haben, ist hier dieser Bereich. Find all ID true. This code finds all text whose ID attribute has a value regardless of what the value is. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen alles suchen, wo Data-ID gesetzt ist mit irgendetwas. Ihr seht ja unterschiedliche Zahlen. Aber die anderen haben halt keine, deswegen ist das für uns okay. Das war der erste Punkt. Und das zweite, das ist hier dieser Abschnitt. So, hier, wo war's? Genau, Data-Foo gleich Value führt zu einem Syntax-Error. Can't be an expression, das ist relativ einfach. Minus darf man in Python nicht benutzen. Dafür gibt es aber dann hier das Beispiel mit diesen ATTRS und diesen geschwungenen Klammern. Und ja, so kann man das dann hier sich zusammenbauen. Und jetzt kommt das hier raus. Ich kriege jetzt zwei Werte zurück. Einmal den ganzen Part hier und einmal den ganzen Part hier. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft und haben die Liste von Produkten hier drin im Prinzip. Das ist immer noch nicht ideal, weil hier ist einfach nur der HTML-Code drin, den wir von der Webseite haben. Aber wir haben schon mal die einzelnen Zeilen, wo Produkte drin stehen, getrennt. Das heißt, wir können das hier auch wieder eine Variable machen, statt auszugeben. So, und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Also, Punkt 3, Produkte und Lagerbestände prüfen. Wir müssen jetzt also zwei Sachen rausfinden. Wir müssen einmal den Produktnamen, die SKU holen wir mal hier, dieses PLarge suchen. Und wir müssen ja im Prinzip auch noch die anderen Sachen raussuchen. Und zwar einmal die 64 hier. Das ist ab wann das Großmenge ist. Und ich möchte ja Großmenge. Und wir müssen stocked gucken. Okay. Zwei Sachen davon scheinen mir jetzt auf den ersten Blick relativ einfach zu sein. Die dritte leider nein. Fangen wir mal mit den einfachen an. Und das müssen wir jetzt dann in einer For Loop machen. Denn wir müssen das ja für jedes Produkt machen. For Product in Products. Das heißt, der macht das jetzt für jedes Produkt und schreibt uns das in Produkteinzahl Singular dann rein. Okay. Und was müssen wir denn suchen? Wir müssen erstmal die SKU suchen. Das dürfte relativ einfach sein. Nämlich wir können ja hier wieder über Beautiful Soup suchen. Also Products.find. Und wonach suchen wir? Wir suchen im Prinzip nach... Wird doch nerviger. Wir suchen nach einem TD mit einer Klasse von SKU. Wenn wir das aber jetzt ausgeben, habe ich die dumpfe Befürchtung, dass da ein bisschen mehr steht. Yep, der gibt uns natürlich hier die komplette. Und Überraschung, hier gibt es ein GetText, das könnte uns helfen. Only human readable text inside a document or tag. Das klingt gut. Punkt get underscore text. Und was macht er draus? Bingo! P-Small, P-Large. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Schritt schon mal die SKUs raus. Jetzt brauchen wir als nächstes die, was haben wir gesagt, was wir noch haben wollten. Wir wollten Stocked, das ist auch noch einfach. Stock ist gleich, auch hier wieder einfach mit dem Find arbeiten. Mit der Klasse Stocked diesmal. Und das müsste sogar direkt schon funktionieren. Denn da haben wir ja nicht mehr irgendwas drinstehen. Also... Zack. Stock habe ich es genannt. Nee, doch nicht. Also doch GetText. So, jetzt aber. Also, wir wissen jetzt schon mal über unser Skript. PSmall sind 192, PLarge sind 48 verfügbar. Tipp an der Stelle noch, ihr seht jetzt, ich teste jetzt hier die ganze Zeit. Ja, das kann man machen, wenn man selber den Webserver betreibt. Wenn ihr eine Webseite die ganze Zeit mit Requests nervt, das ist ungünstig, das kann euch böse ausgelegt werden. Also wenn ihr so am Testen seid und nicht nur irgendwie alle paar Stunden mal nachguckt, überlegt mal, ob ihr vielleicht die Webseite über Steuerung S auf eure Festplatte speichert und dann statt der URL irgendwie ein Testskript macht, wo ihr die Datei ladet. Das ist dann, glaube ich, file.open oder so statt url-lib.
gibt es auch wieder Beispiele online. Da ich das hier auf einem lokalen Webserver laufen habe, ist das jetzt hier mir egal und ich mache hier fleißig weiter. Leider geht es aber jetzt ans Eingemachte, denn wir brauchen noch das hier, die 64 bzw. die 128. Und ihr seht, da ist einfach nur ein TD. Ja, super. Da steht nicht dabei, was das ist. Das ist ungünstig. Wir haben also nichts, woran wir suchen können. Wir haben keine Klasse, nach der wir suchen können. Wir haben keine ID, nach der wir suchen können. Das heißt, hier wird es hässlich und ja, die einzige Möglichkeit, die wir da haben, ist dann tatsächlich hinzugehen. Entweder wir suchen etwas, wo eine Zahl drin steht, klingt jetzt nicht so berauschend, oder wir suchen nach der Nummer, klingt auch nicht so berauschend. Aber ich habe die dumme Befürchtung, wir haben keine andere Möglichkeit. Das heißt, wir können nur sagen, Volume ist gleich und wir suchen alles, was TD ist. Was anderes können wir leider nicht tun. Und sagen dann, wir wollen, eckige Klammer, heißt ja eine Anzahl oder wir zählen, 0, 1, 2, 3. Wir suchen das dritte Element. Und mit etwas Glück funktioniert das und wir kriegen jetzt hier unsere Zahl. Das ist nicht ganz so robust, weil sobald da irgendwie eine Spalte mal eingefügt wird oder weggenommen wird, geht das kaputt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier leider nicht wirklich sinnvolle andere Möglichkeiten. Alles nicht so dolle. Key Error 3. Huppala, habe ich was verpennt? Wieso Key Error 3? Achso, wir haben Find gemacht. Wir brauchen hier natürlich Find All. So, das passt besser. Und auch hier ein Get Text. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Wir haben jetzt alle Werte. Wir haben die Produktnummer. Wir haben die Anzahl. Das ist die, die aktuell auf Lager ist. Das hier ist die, die aktuell, die wir brauchen, um einen entsprechenden Mengenrabatt zu bekommen. Und ja, das sind genau die Werte. Jetzt, was machen wir damit? Wir könnten es jetzt hier direkt prüfen oder wir können es in eine Liste schreiben. Ich denke, wir gehen mit der Liste. Dazu machen wir eine leere Liste Product Info und nach jedem, was wir hier gefunden haben, machen wir productinfo.append. Und ja, hier können wir jetzt irgendwas an diese Product-Info-Liste dranhängen. Ich werde da jetzt ein, wie heißt es? Ich glaube, dict heißt das offiziell unter Python dranhängen. Das heißt also eine Liste, die benannt ist. Ist SKU, Stock und Volume. So, was wir jetzt gemacht haben, ist im Prinzip alles in diese Product-Info reingeschrieben. Das heißt also, wenn wir jetzt hier hingehen, machen mal die ganzen Prints weg, die wir haben. Wenn wir jetzt hier unten sagen, Print Product Info, sollten wir unsere kompletten Infos erhalten. Yep. P-Small, Stock 192, Volume 128 und dasselbe für P-Large. Das heißt, wir haben jetzt aus der ganzen Webseite, die dieser ganze lange Code hier ist, dieser ganze Kram hier, wobei der ist sogar eingeklappt, dieser ganze lange Kram hier, und das ist noch eine übersichtliche Webseite, haben wir diese wenigen Infos, die aber genau für uns relevant sind, da rausgezogen. Und mit denen können wir jetzt weitere Sachen machen. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal hin und lege mir hier noch zusätzlich an eine Interessantliste. Das heißt, welche Produkte sind für mich interessant, welche SKUs? Eigentlich nur erstmal P-Large. Und dann können wir uns hier an die Infos mal dran machen. Und was wir jetzt hier machen, ist for product in Product Info. So, jetzt können wir uns das Produkt hier nochmal ausgeben lassen. Das sieht dann hier so aus. Haben wir so einzeln, okay. Uns interessiert aber ja nur das, was in Interesting ist. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Dazu interessiert uns ja die SKU. Die können wir auch direkt ansprechen, nämlich hier so mit diesen eckigen Klammern. Wenn wir jetzt das ausführen, kriegen wir nur noch die SKUs. Was wir jetzt machen können, ist gucken, ist diese SKU, dieser Wert, der hier drin ist, ist der in unserer Liste Interesting? Und dafür können wir dann ein if benutzen. Sagen wir mal if product SKU in interesting. Dann müssen wir wieder einen weiter einrücken. Print product. Was passiert jetzt? Naja, jetzt wird product nur noch gedruckt, wenn die SKU von diesem Produkt in unserer Liste interesting auftaucht. Das heißt, wenn wir es jetzt ausführen, sollten wir nur noch p-large bekommen und p-large. P-Small ist jetzt entfernt worden hier drin, weil ist für uns ja nicht interessant.
Was können wir noch machen? Naja, wir können prüfen, ist denn Stock und Volume, passt das? Also if Product Stock ist größer als Product Volume, dann bitte das abdrucken. So, was passiert jetzt? Na, führen wir es doch mal aus und ja, es taucht nichts auf. Ist ja im Prinzip richtig. Stock ist 48, Volume ist 64, ne? Ich könnte mir aber vorstellen, dass das kaputt geht. Ändern wir das mal gerade hier. Ich kann ja die Webseite zum Glück, den Shop selber ändern. Sagen wir mal, jetzt wären irgendwie 99 hier verfügbar. Führen es nochmal aus und es funktioniert, aber es ist nicht schön. Wieso? Naja, achtet mal hier drauf. Das hier, die Darstellung, die zeigt an, wie die Sachen gespeichert sind. Wir haben hier ein SKU. Der Text SKU ist verknüpft mit dem Text PLarge. Und der Text Stock ist verknüpft mit dem Text 99, nicht der Zahl 99. Die Zahl 99 sähe nämlich anders aus. Dann wäre nämlich nicht diese Anführungszeichen außenrum. Es geht in den meisten Fällen wahrscheinlich noch gut, aber es kann zu seltsamen Effekten führen. Sagen wir mal, wir hätten 199 jetzt auf Lager. Oh, ja, genau. Jetzt taucht es nämlich nicht mehr auf. Wieso? Naja, er interpretiert es als Text und guckt, ob der Text größer ist. Und die 1, mit der das Ganze anfängt, ist halt kleiner als die 9, die bei Stock drin, kleiner als die 6, die bei Volume drin steht. Und daher kommt jetzt hier dieses Chaos zum Vorschein. Deswegen bei Zahlen immer ein bisschen aufpassen. Zahlen sollten als Zahlen gespeichert sein und nicht als Text, wie wir das jetzt hier haben. Ich mache wieder die Quick-and-Dirty-Lösung und zwar hier oben, da lesen wir ja aus und speichern dieses Stock und Volume und ich sage jetzt hier einfach, okay, das da bitte als Integer, also als Ganzzahl speichern. Das sollte uns dann auf jeden Fall weiterhelfen. Wir können das jetzt nochmal ausführen und hey, jetzt wird es angezeigt und ihr seht jetzt auch, die Anführungszeichen sind weg. Jetzt weiß er also auch, dass das eine Zahl ist. Gut. Und im Prinzip war es das jetzt. Wir können das jetzt hier ausführen und kriegen dann immer eine Liste von den interessanten Sachen, von denen wir gerade genügend im Lager gemeldet bekommen haben, sodass wir da tatsächlich kaufen könnten. Das heißt, solange nichts kommt, kommt hier auch keine Ausgabe, weil ist nichts da. So, und das ist jetzt ungefähr so der Teil, wo ich dann euch mehr oder weniger alleine lasse hier. Denn was man damit macht, das ist natürlich dann immer so ein bisschen Frage. Was man zum Beispiel machen könnte, wäre, man könnte jetzt hingehen und könnte jetzt hier Notify To noch mit reinholen. Das ist eine Library, die sorgt dafür, dass man Desktop-Notifications machen kann. Und ich kopiere jetzt hier mal einfach ein paar Dinge zusammen, die ich hier aus einem anderen Skript, was ich habe, da benutze. Und wenn ich jetzt das Ganze ausführe, dann sehen wir nichts. Wieso? Naja. Er geht jetzt hin und fragt jede Sekunde, nein, das macht man bitte bei offiziellen Webseiten nicht, die Webseite ab, führt den kompletten Code aus und wenn irgendwas neu in Stock ist, dann macht er eine Notification. Ich sehe gerade, ich sollte vielleicht dann auch noch einstellen, dass er danach ein bisschen schläft, weil sonst kommen da sehr viele Notifications. Sagen wir mal, dann ist mal für 10 Sekunden gut. So, sorry. Kleinere Änderungen am Code im Betrieb ist immer gut. Ihr kennt das ja mit den Live-Demos. So, also der hält jetzt die Webseite die ganze Zeit im Auge. Und jetzt geht der Händler hin und hat plötzlich wieder 24 in Stock. Interessiert uns nicht. Jetzt hat er 48 in Stock. Interessiert uns auch nicht. Jetzt ist hier oben der Stock vielleicht von dem anderen runtergegangen, von dem kleinen. Da sind jetzt noch 22. Interessiert uns auch nicht. Aber wenn wir jetzt von hier dem plötzlich 64 zum Beispiel im Stock haben, also genügend, um eine Palette zu erstellen, bestellen, dann passiert immer noch nichts. 65. Jetzt aber. Der Product in Stock, PLarge, Stock 65, Volume 64. Und ja, wieso habe ich dann hier meine Desktop-Notification? Kommt dann drauf an, was ihr für einen Desktop habt, wie die aussieht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir haben jetzt aber gerade noch einen Bug gesehen. Und zwar 64 hat er nicht erkannt. If Product Stock ist größer Volume. Nein, größer oder gleich. Wenn es gleich ist, dann reicht das ja für uns auch. So, Bug behoben. Wie gesagt, das war jetzt hier mit einer Notification. Man kann da tausend andere Sachen machen. Man kann es per E-Mail schicken. Man kann es per Messenger schicken.
Man kann theoretisch das Ganze weiterspinnen und automatisch kaufen. Vorsicht mit sowas, wenn das Skript danach irgendwie in eine Schleife läuft, habt ihr plötzlich sehr viele von den Dingern dastehen und sehr wenig Geld auf dem Konto. Sollte man also aufpassen. Ja, ich werde das hier mal fertig machen, so ein bisschen. Ich hätte das gerne per E-Mail. Mir reicht es aber, wenn es ausgibt, weil ich mache das E-Mail ohnehin außerhalb. Das heißt, ich mache hier einfach ein Print von Product und das ist dann für mich ausreichend. Das heißt also, jetzt wird hier jede Sekunde meine Mail geschickt oder meine Ausgabe gemacht, weil die Sachen da verfügbar sind. Gut, wie gesagt, das ist jetzt so das, was ich mir hier mal auf die Schnelle zusammengebaut habe, sodass ich hier Dinge im Auge behalten kann. Mir geht es natürlich darum, andere Shops zu beobachten, die nicht dabei stehen haben, dass man es nicht darf und wo ich so ein Auge auf Produkte habe, die irgendwie die Hälfte der Zeit nicht lieferbar sind. Und dann, wenn sie lieferbar sind, gucke ich dann meistens drauf und dann ist es irgendwie ja vor ein paar Minuten wieder runtergegangen. Das heißt ja, in der Hoffnung, dass ich es hier so früh genug mitbekomme. Ich passe das dann jetzt mal wieder auf den Shop an. Wie das geht, habt ihr ja gesehen. Im Prinzip den Code kann man relativ universell benutzen. Man muss dann halt nur entsprechend hier diese Klassen und so ein bisschen hin und her shiften, anpassen auf das, was der Shop hat. Aber prinzipiell, ihr seht, die Infos kommen rein. Man kann aus so einer hoppala, sehr, sehr langen Webseite mit relativ wenig Code, ich meine, was haben wir jetzt hier? Das sind unter 50 Zeilen Code, inklusive der ganzen Notification-Kram. Ja, kann man da sehr viele Daten rausholen. Code ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Die ganzen Programmierer dürfen jetzt gerne in den Kommentaren sich auslassen, wie hässlich das ist, was ich gebaut habe. Ich bleibe dabei, ich bin kein Programmierer, ich werde dafür nicht bezahlt. Und auch wenn es hässlich ist, ihr seht ja, es tut, was es soll.